I'm okay. Yeah, I'm okay. Good boy. Good boy. So, kriegt der Junge erstmal einen Snack, ne? Bullet. Here you go, boy. Enjoy. Nom 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 nom. Okay. Möchtest du eventuell die Taschen noch wieder nehmen? Come here, boy. Die Frage ist, wohin des Weges? Ja. Also. Ich dachte, du wolltest mir irgendwas sagen. Wohin? Bullet! Was hast du gefunden? Okay, willst du mir sagen, wir müssen hier lang? Nein, wolltest du mir nicht sagen. Okay, zerstörtes Auto, Stromleitungen oder zumindest der Mast noch. Die Leitung selber ist... Hä? Hast du was entdeckt? Fuck. Yeah. We need to find another way. Also irgendwas kreucht und fleucht da im Boden. Wait. Is that a railroad track? Let's see where it leads. Also eigentlich wollten wir ja zur zum Sägewerk. Aber Sägewerk dadurch ist irgendwie nicht geil. Speichern mal zwischendurch. Weil, was auch immer da im Boden ist, es scheint mich wegsnacken zu wollen. Warum folgst du mir nicht? Was war das? Hast du irgendwas entdeckt? Okay, ich hatte kurzzeitig mal empfangen, ja. Sprachnachricht. Ja, wie höre ich die denn ab? Bestätigen, abbrechen, bedienen. Anrufverlauf. Das ist ja schön, dass der mir sagt, dass ich hier Sprachnachrichten habe, aber wie höre ich die denn ab? Ja.
Ja, keine Ahnung. Jetzt kommt ein Zug oder so. Oder die Brücke stürzt ein. Railcard. Oh, ich ahne, worauf das hinausläuft. Läuft das darauf hinaus, dass ich jetzt mit diesem Wagen die Strecke hier lang fahren muss? Durch dieses Feld mit den komischen, was auch immer sich da unter der Erde befindet. Ich denke ja. Ja. Jump on, boy. Achso, hat er schon. Triebwagen Modell TF2153C, hergestellt von Cute Bird Eisenbahnwerkstätten. Richtungshebel, Hauptschalter, vorwärts, rückwärts, Bremshebel. Direction Leveler, Power Switch. Brake Leveler, Forward, Backward. Okay. Power Switch, Forward, Backward, Bremse. Ah, so sieht der Gerät aus. Kann sein, dass die Bremse angezogen ist. Nein, bitte nicht rückwärts. Entschuldigung, Entschuldigung, hallo, Entschuldigung. Ja, ja. Ich das irgendwie so machen, dass ich ein bisschen mehr sehe, was ich da tue. Ich speichere nochmal kurz, weil ich tendiere gerade dazu, einfach mal mit Knallgas da durchzuhämmern, damit mich diese Viecher nicht erwischen. 2 Meter gefahren, Unfall. Ja, das ist halt so, ne? Ich mache ihn so, Auto so, Unfall. Warte. Okay, die Weiche ist auf gerade ausgestellt. Das heißt, wir müssen. Let's go, Bolt. Weil an der Weiche kann ich nichts verstellen, aber. Wir können vermutlich hier der Gerät einschalten. Und der Gerät zieht mir den Aster weg. Okay, das Ding wird mit Kohle betrieben.
Also auf dem Videotape ist jetzt zu sehen, wie das Ding läuft. Okay. Kann ich das jetzt dann eventuell so machen? Ah, Tür ist auf. Weil in dem Video die Tür aufgegangen ist. Wir haben gerade eine Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen, hol die Teile ab, die du haben wolltest. Ja, danke. Danke für diese Info. Also. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Feuerkammer. Kann ich jetzt quasi Step für Step das Video durchgehen und so dieses Ding zum Laufen bringen? Nein, nicht das Telefon. Sprich, er macht hier das Feuer an. Big Brain, ich sage. It's a valve, but the hand is missing. Oh, the steam's escaping. Pressure's not gonna build up. We need to patch it up somehow. Come on, buddy. Warte, was heißt das jetzt? Muss ich jetzt die Teile zusammensuchen und da draufsetzen oder geht das jetzt wieder einfach mit dem Video? Okay. Da war doch gerade ein Zettel von wegen, hier, ich habe dir irgendwas irgendwo hingelegt. Notiz, das Licht, Sicherungs... Memo des Holzarbeiters. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Bist du der Wartungsschuppen? Locked. Okay, die Tür ist jetzt wieder verschlossen. Das heißt, ich muss mir das Video wieder angucken, bis zu dem Part, wo die Tür offen ist. Komm zum... Ist das der Wartungsschuppen? Ich weiß es nicht. Oder ist der nochmal irgendwo anders?
ist der Wartungsschuppen an bei Camp B. Ja, Maintenance. Geh mir nicht auf den Sack, Typ. Ja. Ist auch schön, wollte ich jetzt nicht machen. Good boy. Ja, ja. So, bleib mal schön an meiner Seite, Kollege. So, Wartungsschuppen. Irgendwelche Teile, die ich haben wollte. Teppich, Inventur des Wartungsschuppen. Druckmesser, Schleifrad, Antriebsriemen, Messing, Ventil, Löschschlauch. Ja. Wo ist der Shit? Ja, ich sehe es, aber ich komme nicht ran. Ach. Ist ja schön, dass du jetzt drin bist, aber ich nicht. Wie komme ich da rein? Gibt's hier noch ein Videotape irgendwo? Sehe ich hier noch irgendwas anderes? Ah, von außen. Der Hund mit dem Riesending im Mund dann, ey. Ja, wo bist du? One down, one to go. So, da muss ja aber hier noch was sein.
Okay, noch so ein Foto. Ist hier noch irgendwas, wo nur der Hund wieder rankommt? Das ist richtig schwer zu erkennen. Ist so, ne? Hier muss doch noch irgendwas sein. Was passiert hier? Was waren das für Geräusche? Geht's noch irgendwo weiter? Alter, als ob hier irgendwas ankommen würde, ey. Durch den Wald, irgendwas Riesiges. Und das ist einfach ein Tonfehler. We need to close the valve somehow. Ja, das heißt, ich brauche jetzt noch so ein Handrad, oder? Jetzt brennt aber auch das Feuer nicht mehr, weil ich wieder zu einer anderen Stelle im Video gespult bin. So, das, der hat... Inventarliste. Druckmesser, Schleifrad, Antriebsriemen, Messingventil... Robert, bestell noch mehr Ware. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet. Und Stan, was? Lager B. Camp A, Camp B. Ventil fehlt, ja. Camp B. Okay, es geht noch weiter. Dann müssen wir vielleicht noch zu Camp B. Und da das Handrad finden. Ich speichere mal lieber. Bevor mich das Fehler gleich wegsnackt. Oh nein, ich möchte das nicht. Zeig mir den Weg. Bullet, wo ist es? Wo ist er? Show me! Ach! Dreh dich doch nicht in tausend Richtungen! Oh, jetzt war der aber schon hart nah dran. Wo ist er? Ist das gerade mehr als einer? Oder kommt mir das nur so vor?
Alter Schwede. Was ist denn das für ein Kackvieh? Ja, na klar. Fuses, go figure. Ow! Up, can't take it out with the worst case scenario. We go in blind. Muss das wieder rein? Ich will doch nur das scheiß Handrad haben. Psychologisches Gutachten. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich der Ereignisse emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Oh. Wo müssen wir hin? Ich will doch nur dieses verfickte Handrad haben. Another one. Ich glaube, ich bin ziemlich verletzt, kann das sein, weil mein Bildschirm ist gerade die ganze Zeit so ein bisschen rot an den Rändern, wa? Hund? Hä? Wo bist du? Ach, da. Bin ich jetzt umsonst hier in die Ecke gelaufen, oder was? Ah, und hier können wir jetzt bestimmt so ein Ding abmontieren, oder? This one is barely holding up. See if there's anything to salvage. Ja. Gib mir die Hand ab. Alaska. Und zurück, Buddy. Verloren. So, dann können wir jetzt das Handrad daran packen. Dann muss ich das Video wieder zu der Stelle bringen, wo das Feuer brannte. Wo haben wir da?
Maintenance wollen wir nicht. Hier wollten wir rein. Aber bitte lass das Vieh jetzt hier nicht wieder auftauchen. Okay, so kann ich das dann bewegen. Warte, wo war zurückspulen? Ah. Reicht das schon? Ja. So, dann musste das Ding ja gedreht werden, bis das im grünen Bereich ist. Ja, jetzt fängt auch der Baum da hinten an sich zu bewegen. Das schon. And the road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Now let's find that bastard. Yeah.